Für die FDP beginnt das neue Jahr traditionell in Stuttgart. Auch für Landesparteichef Volker Wissing. Erster Programmpunkt, auch traditionell, der göttliche Segen. Wir kommen geführt von Gottes Hand. Ein Jahr nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen geben die Liberalen sich optimistisch. Wissing freut sich über stabile Umfragewerte und eine große Geschlossenheit in der Partei. Aber Politik wird schwieriger in den heutigen Zeiten. Die Dinge sind nicht mehr so einfach geordnet, wie das einmal war. Die FDP hat nach ihrem Erneuerungsprozess allerdings alles getan, um diesen Veränderungen gerecht zu werden. Wenn es nach der FDP ginge, dürfte es auch noch mehr Veränderungen geben, vor allem in Berlin. Nach dem Wechsel an der CDU-Parteispitze wünscht sich Christian Lindner auch einen Wechsel im Kanzleramt und kann sich doch wieder vorstellen, mitzuregieren. Keinem laufen wir hinterher. Aber wir laufen auch eben nicht weg. Wer uns ein faires Angebot zur Erneuerung des Landes macht, der kann zu jeder Zeit damit rechnen, dass wir bereit sind, Verantwortung für dieses Land zu übernehmen, meine Damen und Herren. Kommt Jamaika also doch noch? Vielleicht schon bald? Ich glaube, allen ist klar, dass die Bundesregierung so nicht weitermachen kann bis 2021. Und ich gehe davon aus, dass die Europawahlen jetzt abgewartet werden, man dann aber sich noch mal ernsthaft zusammensetzt und sich die Frage stellt, kann man das Deutschland zumuten, bis 2021 ideenlos vor sich hin zu verwalten? Ihre eigenen Ideen würde die FDP lieber heute als morgen einbringen.